Yo Leute, der Kev zu neuem Flieg ist back am Start und spielt heute mal wieder eine ganz chillige, gediegene Runde FFA für euch. Mal so aus Langeweile. Ich hatte jetzt die Road to FFA Serie nicht abgebrochen, aber sagen wir mal auf Eis gelegt, weil mich das mit dem Profil mega aufgeregt hat. Ich hatte schon 13 Siege. Und dann ist ja mein Profil weg gewesen, deswegen habe ich das da abgebrochen gehabt und das ging mir einfach irgendwie gegen Strich. Ich werde es jetzt, entweder nehme ich es hier wieder auf oder wir führen die Serie in IW fort. Das werden wir dann sehen. Mal angucken, ich habe jetzt schon... Scheiße, ich habe TDM-Klasse mit. Werden wir dann sehen, wie sich das so entwickelt. Habe ich auch mal hart veraimt gerade. Heilige... Alter, er hat ein Side-On kassiert. Heilige Maria. Ihr könnt mir ja mal gerne Kommentare schreiben. Da ist einer, wusste ich doch. Wie ihr das Ganze so seht. Was ihr davon haltet. Was ihr gerne sehen möchtet, vor allem von uns allen. Sorry, dass ich gerade gegammelt habe, aber ich war gerade am Nachladen, Digga. Dass du genau dann kommst, ist natürlich nicht mein Problem. Dass er das mal in die Kommentare reinklatscht, dass wir das auch mal wissen. Die 12 ist auch gleich voll, das ist schön. Immer gut. Nicht immer sneaky, ein bisschen Heatwave zu haben. Rettet mir doch ein, zwei Mal den Arsch. Spiel ich zwar zu... Da gerade, das hätte ich jetzt eventuell nämlich verloren. Je nachdem, wie das Aim von dem Gegner gerade gewesen wäre. Oh, hier unten ist einer. Ja, hier kommt er. Ich gehört, mein Freund, keine Sorge. Ah, er holt mich! Zwei vom Geist, Digga. Ah, ich glaube, der spielt auch mit Schnellfeuer VMP, wenn ich mich nicht täusche. Oh mein Gott, mein Controller. Ist gerade übrigens meine erste Runde heute. Es ist Montag. Meine erste Runde und ich bin übelst fertig. Das hätte ich nie gedacht, nach dem Tag noch ein bisschen ins Programmieren reingeschnüffelt. Ich eine Umschulung machen will, machen... Na, von wo kommst du nur? Machen werde. Ich einen Arbeitsunfall hatte und deshalb meinen alten Beruf nicht mehr ausüben darf, den ich gelernt habe und... bis halbe Jahr ungefähr ausgeübt hatte und dann Arbeitsunfall hatte. Einen richtig geilen. Richtig sexigen, sag ich euch. Ja, machen wir jetzt gerade eine kleine Umschulung, beziehungsweise schnuppern gerade rein und entscheiden uns dann, was bei. Ah, das war gerade scheiß Aim von mir, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt wieder richtig schön. Gehen wir uns mal ganz kurz hier hin. Den will ich jetzt warten. Der kämpft hier nämlich die ganze Zeit rechts im Gang, sonst immer. Genau der. Dass er da auch mal Bescheid wisst, dass wir halt ein bisschen auch... Nein, mein Typ klettert! Ah, I hate it. Dass er da auch mal Bescheid wisst, wie das Ganze eigentlich abläuft. Ab Januar werde ich dann... Kann auch sein, dass es sogar noch später wird, je nachdem, was ich für einen Beruf wähle. Hup. Ist auf jeden Fall was Bürotechnisches, was Handwerkliches darf ich nicht mehr machen. Geh weg von mir! Ich würde eigentlich auch gerne M8 spielen, aber... Ey, wie schnell er mich gedroppt hat. Der spielt Schnellfeuer. Ah, großes Kaliber Schnellfeuer, okay. Oh, ich hasse es, wenn mein Typ springt und dann nach... Willst du laufen und dann visiert er wieder das... I hate it. Auch wir führen ja sogar. Ja, auf jeden Fall bist du da dann Bescheid. Interessiert mich nicht. Ich bin nicht ohne Grund mit Dings. Eigentlich auch die Dings dann machen können, die Heatwave, aber ja. Ah. Nicht weglaufen. Ey! Fass ich ja wohl nicht. Er schluckt aber auch immer so hart. Das waren jetzt zwar nur drei Hitmarker, aber egal. Vier! Ich dachte, ich habe nur drei Kugeln gehittet. Okay. Das hat auch. Oh, wir sind aber auch gerade schlecht. Das hat. Wie Schnellfeuer, die droppt dann natürlich schneller als die Kuda, schade. Dass er da dann auch mal Bescheid wisst. Habe ich glaube schon 20 Mal gesagt, ich bin heute echt ein bisschen verwirrt. Dieses Programmierding ist echt mega nice, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir richtig.
Macht auf jeden Fall Spaß. Oh, wir dürfen auf jeden Fall nicht nur zweistellige Todeszahler stehen haben. Sehr belastend, ne? Werdet ja dann sehen, was hier noch so auf dem Kanal so bei rumkommt. Oh mein Gott. Oh, der hat die Pharo gehabt, die will ich haben. Das ist echt eine geile Waffe. Ich spiele leider zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das eigentlich eine der besten Waffen im Spiel ist. Na? Ey, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Der schluckt immer so viel, ne? Der Rest der Kugeln hat ihn gar nicht gejuckt, die durchgeflogen sind. Egal. Oh mein Gott. Nein, ich dachte, ich krieg ihn noch. Oh Mann, ich habe eine zweistellige Todeszahl belastet. Ja, warte, ich habe ihn gesehen. Deinem scheiß Schwarm. Ich hasse das Ding, Alter. Wenn ich den habe, das bringt nie was, weißt du? Wenn ich den schieße, das Nest auf den Gegner prallt, juckt ihn nicht. Oh, Alter, er geht mir aber auch auf den Sack. Level, was bist du? Die beiden Prestigemeister, die hier drin sind, sind absolute Hurensöhne. Sorry, dass ich das so sage, aber wie kann man so spielen? Nur am Rumgammeln und Spawn-Dreck laufen. Weißt du was? Ich versuche mal die VMP von... Oh mein Gott. Von ihm. War doch gerade noch ein zweiter, ja. Mal ausprobieren, wie die ist, weil ich habe die... Oh, er war One-Shot. Egal. Wir haben das Ding auf jeden Fall gewonnen. Ich wollte euch bloß mal so ein kleines bisschen was erzählen, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd war. Also ich habe echt ein bisschen wenig erzählt. Gebe ich zu, tut mir auch leid. Ist auch erstmal eine andere Sache, falls ihr da nochmal Infos haben wollt oder mal genaueres wissen wollt, was jetzt noch die nächsten Monate auf euch zukommen wird. Was eventuell sich an den Upload-Zeiten ändert, was sich eventuell an der Häufigkeit der Videos ändert, was passieren könnte, könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinstellen, dann greifen wir das vielleicht nochmal auf in einem Video oder ich beantworte das so unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, haut rein, sehen wir uns beim nächsten Mal und vor allem checkt doch die anderen Videos aus, teilt es mit euren Freunden. Tschüss.